TikTok ist besser als Instagram. Ich habe kein TikTok. Ja, es gibt's. Erst das Müsli, dann die Milch. Ich hab kein TikTok. Sie lügt. Ich hab Psychopath, macht ein bisschen die Milch zuerst. Hä? Natürlich. Kennst du jemanden, der so rumläuft? Ja. Mich. Wenn ich sprinte. Hallo, ich bin Laura, das ist Sydney. Und wir spielen heute Agree or Disagree. Das heißt, ich stelle eine Hypothese in den Raum. Und ihr müsst sagen, ob ihr zustimmt oder ob ihr nicht zustimmt. Und damit könnt ihr eure Köpfe hin und her schieben. Die erste Hypothese ist, Frankfurt ist schöner als München. Schöner. Schöner. Also, ja, schön. Als schön würde ich Frankfurt jetzt nicht bezeichnen. Cooler? Andere Frage. Bei cooler würdest du zustimmen? Aber es ist ja schöner. Ja. Erst das Müsli, dann die Milch. Ich hab Psychopath, macht ein bisschen die Milch zuerst. TikTok ist besser als Instagram. Ich hab kein TikTok. Ja, es gibt's. Ich hab kein TikTok. Sie lügt! Das war TikTok ist cooler. Ja. Irgendwo dazwischen. Sie hat sich einen heimlichen TikTok-Account gemacht, aber hat vergessen anzuklicken, dass das den anderen Kontakten nicht angezeigt wird. Und dann sehe ich so, dann gucke ich so und dann werden mir immer so Freunde vorgeschlagen. Ich wäre so, Lizzie. Ich denke so, wer ist Lizzie? Wie bist du eigentlich auf mich gekommen? Das wurde mir angezeigt. Ja, aber wie kommst du darauf, Lizzie? Und dann stand da drunter, Sydney Lohmann. Nein, das stand doch, da drunter. Doch, weil du in meinen Kontakten bist. Und du hast angegeben, dass deine Kontakte sehen können, wenn du auf TikTok bist. Warum genau, Lizzie? Ja, ich habe mal die Serie Blacklist geschaut und ein Charakter heißt Lizzie und irgendjemand hat mich mal Lizzie genannt. Und dann saßen wir letztens zusammen mit Clara und ich war so, ach Sid, übrigens, hast du irgendwie einen heimlichen Account, der Lizzie heißt? Und sie so, was, nein? Und dann dachte ich mir noch so, oh fuck, ich dachte echt, das ist sie, weil ich glaube, ich bin ihr gefolgt. Und dann stellt sich zwei Tage später raus, es ist sie. Medienstunden machen mehr Bock als Pressekonferenzen. Medienstunde, so wie jetzt gerade? Ja. Dann lasse ich's. Ja. Dann auf jeden Fall. Da sind wir aber beruhigt. Fische haben keinen Nacken. Nacken? Definiere Nacken. Nee, willst du jetzt eine Definition von Nacken? Ja, was ist ein Nacken? Manche Menschen haben keinen Nacken. Hä? Natürlich. Kennst du jemanden, der so rumläuft? Ja, mich. Wenn ich sprinte. Du mit GPS-Tracker. Und Clara auch. Keinen Nacken. Ja. Ja. Gibt es eigentlich richtig und falsch? Ja, gibt's einen Antwort auf diese Frage? Ich dachte, das wäre Fakt. Also wir finden, die haben keinen. Videos filmen über Fotos machen. Ja, strongly so disagree. Wie gerade, ey. Machst du auch diese Fotos? Ja klar, mach eine Trinkpause. Ananas gehört auf die Pizza. Agree or disagree? Ich bleib da unten. Ich bleib auch da. Also jedem ist seine. Ist okay, aber ich würde niemals behaupten, gehört auf die Pizza. Fungi mit Zwiebel, Knoblauch und Pfeffer. Nennt man das dann auch Fungi? Jede Fungi, die ich kenne, hat Schinken drauf. Das ist Quatsch. Also eine Fungi das ist ohne deine ganzen Extras ist eigentlich einfach nur Pilz, oder was? Nein, was ist Pilze mit Schinken? Die heißt anders. Prosciutto heißt Pizza Fungi ist nur mit Fungi, nur mit Pilzen. Was ist denn deine Lieblingspizza? Danke, dass du fragst, Sid. Ich mag klassisch Mozzarella Basilikum. Mhm. Und sonst bin ich auch Fan von Schinken, Zwiebel. Gut, dass du Zwiebel sagst, weil manche verurteilen mich dafür. Darts ist ein Sport. Agree. Ein 4:3 ist besser als ein 1:0. Ja. Ups, ich dachte, ich bin beim Ich dachte schon, du bist langweilig. Oder Torwart. Noch schlimmer. Also lieber Spannung bis zum Schluss. Spielspaß. Ja, aber ein einzeln ist ja genauso Spannung. Deswegen. Aber Scheißspannung. So, da passiert nichts. Die ganze Zeit. Ja. Weihnachten ist der schönste Feiertag. Agree or disagree? Mein Geburtstag. Oh. Ostern ist noch ganz cool. Zumindest zu den Zeiten, wo man das noch mit der Familie feiern konnte. Ich mag cool. Silvester auch. Silvester ist underrated. Findest du? Ja, ich fühle, da kriege ich mal einen frischen Start. Ein Hotdog ist ein Sandwich. Da
Dann wäre auch eine Bratwurst ein Sandwich. In meiner Vorstellung sind Sandwiches zwei Brothälften, aber das in der Mitte muss auch irgendwie flach sein. Ja, voll. Kartoffeln über Nudeln. Pommes sind auch Kartoffeln. Alter, Kartoffeln. Biologische Wertigkeit 100, glaube ich. Wobei ich muss sagen, ich war einmal in Rom und danach sind Nudeln bei mir im Ranking so gestiegen. Aber ich wohne halt nicht in Rom, deswegen. Solange wir in Deutschland leben, nehmen wir die Kartoffeln. Ja. Pommes lieber mit Ketchup oder mit Mayo? Cocktailsoße, oder? Mhm. Ne, ja. Ich meinte damit so nebeneinander und dann immer so die Pommes so eindippen, dass vorne Ketchup und drunter Mayo. Wenn ich mir dein Zimmer angucke, wenn wir auf Lehrgängen sind, dann fliegt alles durcheinander. Aber für Pommes mit Ketchup und Mayo hast du eine genaue Ordnung. Ja. Yeah. Cool. Laura Freigang ist cooler als Sydney Lohmann. Agree or disagree? Hä? Wieso disagreest du? Du bist cooler. Nein, du bist cooler. So, wie ihr seht, die meisten Fällen waren wir auf einer Wellenlänge. Ich hoffe. Scheiße, ja. Außer bei der letzten Frage. Wie ihr seht, wir stimmen eigentlich in allem überein. Deswegen danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ja. Zuhören. Danke, dass ihr meinem Geflüster zugehört habt.